Und damit herzlich willkommen zu Mario und Rabbids Kingdom Battle. Welt 4 Lavagrube und zwar Kapitel 6. Wieder vereint. Oder wieder vereint. Oder wie auch immer man das jetzt sagt. Genau. Oh, blaue Lava. So schön. So schön. Super. Super blau. Und direkt der erste Kampf. Ich habe wieder keine Lust. Ah, halt. Da kann man das sieht doch jeder hier, dass man hier arbeiten kann. Also, Spawny hat gelernt, wie man Steine kaputt schlägt. Aber er hat halt noch so ein paar Probleme mit dem Graben. Das verstehe ich. Will ich. Steht doch alles. Muss ich irgendwas noch? Ach. Ah, ja. Ho, 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 ho. Nee. Ist das? Das ist eine Mario-Anspielung. Er trainiert, um Mario eines Tages zu ersetzen. Es tut mir leid, vorerst nehmen wir keine weiteren Rabbit-Helden auf. Der Sound. Wenn er hüpft. Da kommt einfach der Mario-Sound. Wie genial ist das denn? Das ist ja mal eben. Das finde ich cool. Ich weiß aber nicht wirklich, was hier zu tun ist. Fragezeichen. Egal, wir laufen einfach direkt zum ersten Kampf hin. Es ist ein Eskortiere-Spawny. Gut, und damit habe ich schon wieder keine Lust weiterzumachen. Das war's mit dem Video. Bis dann. Ciao. So, immer als erstes an sich den zu beschützen. Bis sie wohin müssen? Ohne dass Spawny stirbt. Dadurch. Ja. Das ist machbar. Also. Irgendwie hat. Hey Yoshi, du wirst jetzt mal also eine Granate rein. Yoshi, du bounst von Mario ab. Und springst mal dahin um, heiz den ein bisschen ein. So. Mit richtig viel Glück kannst du ihn sogar rausnehmen, Yoshi. Dann bist du der Allercoolste. Darauf ein Schluck Spezi. 0 Uhr 12. Ich sollte langsam aufhören rumzubrüllen. Ich muss hier den Weg freischießen. Ich kann hier abkürzen. Wenn ich hier den Weg freischießen kann. Och, kann ich aber nicht. Doch, kann ich schon. Nee, kann ich doch nicht. Aber Rabbit Peach kann sich mal hier nach vorne stellen. Und einfach meine Bombe nach da vorne. Ah. Ich dachte jetzt, ich könnte das. Oh. Komm, los, du schaffst es. Ihr auch. Am besten, indem ihr hier unten auf den blau, auf den grauen Daumen klickt. Wenn er blau ist, dann habt ihr alles Wichtige in eurem Leben erreicht. Gut, also.
Ja. Ja, das ist schon mal gut, was du gemacht hast, liebe Herr. Frau. Da hätte man jetzt Yoshi benutzen können, damit der Bodenkracher dir die Plattform aufmacht. Ja, aber da kommst du als normal denkender Mensch eigentlich nicht drauf. Also, noch ein Dashen. Dann hau den einfach weg. Spawny braucht sowieso noch 6.500 Jahre. Lass mich mal mit Spawny laufen. So ziemlich, ja. Obwohl, beim nächsten Mal schaffst du schon bis da. Bitte triff den Bookkeeper, Mario. Das wäre cool. Mario, ich hasse dich. Jetzt muss Yoshi extra für dich dahin rennen und darüber springen. Nur damit er deinen Bookkeeper machen kann, den du nicht hinbekommst. Das ist so nicht gut. Das ist bedenklich. Volle Kanne rein da einfach. Pam. Schaden sollte sich... Okay, verteilt sich nicht. Ja, hält sich einfach mal an. Wird schon schief gehen. Warum schießt du auf Spawny? Und warum springt Mario nicht in den Weg und rettet Spawny? Ach Gott. Dafür wird diese Valkyrie bezahlen. Sie hat unseren Spawny angegriffen. Gut. Ja. Blöd. Zu viele Gegner. Mario, du kommst da jetzt aber schon gut durch, oder? Immerhin kommst du auf die Höhe von Spawny und kannst sogar den Typen da hinten treffen, vor dem Yoshi gerade steht. Also falls Yoshi das nicht hinkriegen sollte, haben wir immer noch dich, Mario. Dashen. Nein! Peach? Du musst tanken. Und du musst heilen. Ich dachte jetzt, okay, sie überlebt das. Easy going. Nee, sie stirbt einfach halb. Hätte auch ganz schön schief gehen können, ja. Also auf jeden Fall, die Gegner sind jetzt alle beide tot. Dafür sorge ich. Ich glaube, Mario bräuchte langsam mal Rückendeckung, beziehungsweise Peach sollte mal zurückrennen. Und ihre Heilung, die sie gerade benutzt hatte, auspacken. Hahaha. Mann, war der gut, Leute. Oh Gott. Peter, komm mal bitte kurz. Macht es wie Peter, nicht so wie ich. Macht es wie Peter. Peter macht alles richtig. Du hast es gut gemacht. Kein Problem, Peter. Immer wieder gern. Ja, ich komme gern vorbei wieder, wenn du möchtest. Sehr schön. Also, Peter, ihr habt es gesehen. Er hat abonniert und die Glocke aktiviert. Tut das am besten auch. Damit. Ich habe eigentlich keine Ahnung, warum man das tut. Okay, nächste Runde ist vorbei. Und da kommt wahrscheinlich noch eine Escort. Ich rieche das. Okay, auf jeden Fall, der ist zu 1.000.000% raus. Mario muss sich jetzt ganz exponentiell dahin stellen. Exponentiell? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es klingt episch.
Nachher heißt es sowas wie unwichtig oder so. Er soll sich ganz episch dahinstellen. Bada bada bada. Boah, ich dachte, der wird noch leben. Wenn der noch gelebt hätte, dann wäre. Also dann. Das wäre. Ja. Ich hätte nachgucken sollen, was das für Gegner sind. Doch! Spawny. Kannst du nicht so mit deinen Ohren so da so. Das ist doch nur so gescriptet, weil die Dödels dahin jetzt kommen. Singing in the Hall of Shame. Yay! Wie kann man denn den vertreffen? Also, irgendwie. Heute ist nicht ganz so unser Glückstag. Dafür wird Yoshi uns den Tag zum Glückstag machen, indem er eine Granate reinwerfen wird. Pam! Und dann wird sich Rabbit Peach mit einem Schwung von Elan dahin begeben. Und versuchen, den einen Gegner auszumachen. Was ich aber nicht schaffen wird, weil es gar nicht klappt. Aber okay. Ja, und du solltest dich schützen, Yoshi. Und wir beenden mal unseren Zug in der Hoffnung, irgendeiner von uns wird das überleben. Nein! Erstmal wieder Blöcke entfernen. Blöcke entfernen ist immer gut. Entfernen die Blöcke, entfernen die Blöcke. Ich mach gerne Blöcke weg. Entfernen die Blöcke, entfernen die Blöcke. Blöcke weg machen. Ich laufe hier durch. Ui, 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 ui. Laufen macht so super Spaß. Wo muss ich denn hin? Nicht hier. Ja, aber hier. Okay, das bringt uns jetzt an sich eigentlich gar nichts. Noch eins. Das war sehr gut hier. Jetzt müssen wir grün drehen. Ja. Ist das schon? Nee, das war's noch nicht. Das war's schon. Ich hab solche Rätsel meistens immer dreimal so schwer in Erinnerung. Ach so. Mit diesem überdimensional großen Klopf, den ich übersehen habe. Peach hat noch 30 Leben. Pong, geh einfach mal hinterher. Meistens ist Blöcke verschieben immer gut.
Dede ist immer gut. Außer. Nee. Eine Chest und zwar mit Tarotkarten. Maulwurfkiller. Eine unnötige Röhre, die einfach nur so dasteht. Beepo. Da kann man zwischendurch. Das ist. Das Backtracking der dritten Welt fängt dann jetzt auch an nach dem Boss und die vierte wird dann auch gemacht. Wenn wir die fünfte Welt dann abgeschlossen haben, dann. Nee, ich glaube, ich mache das, wenn das Projekt hier fertig ist. Es gibt ja noch das DLC mit Donkey Kong und so. Genau. Das wird empfohlen, das nach der ersten Welt zu spielen. Kann ich verstehen, aber ich würde es einfach im Anschluss machen. Falls ihr wissen wollt, wie das bei der ersten Welt geändert hat, schaut euch das gerne bei mir auf dem Kanal an. Habe ich schon aufgenommen. Oh, ein Riesenpilz! Ja. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, werdet noch heute zum Peter. Was jetzt nicht das Stichwort sein soll. Peter. Peter ist manchmal so ein Peter. Ich mag Peter. Nee, hier ist schon der offizielle Weg. Okay, gut. Ich dachte, wir sind vorher einfach nur lang. Aber wir sind anders lang, weil da war doch dieses. Genau, wir sind da lang, weil man hier was runterschieben konnte. Genau, und hier geht es dann offiziell weiter. Da aber der letzte. Na, hatten wir schon. Ja, hatten wir schon. Habe ich das vorgelesen, was da stand? Meine Sensoren sagen mir, dass der Pilzschleim entweder ein tödliches Gift oder eine Süßigkeit ist. Schade, dass ich nicht daran lecken kann, um es herauszufinden. Wir sind in Bowsers Welt, Bowser Juniors Welt. Ich weiß nicht, ob das Süßigkeiten sein. Wobei. Ja. Auf jeden Fall, das letzte Mal war die Folge länger. Deshalb ist diese Folge jetzt kürzer. Das war's mit dem Video. Schaut euch gerne die anderen zwei Videos an, die jetzt noch gleich verlinkt werden, nach dem Abspann hier so und so. Bis dann, Leute. Und ciao!